So, jetzt wollen wir euch noch den Rizzoli ans Herz legen. Rizzoli, ein Kastrat, geboren im Mai 2012. Und was haben wir denn noch für Informationen zu Rizzoli? Ja, er kam mit 4 weiteren Kaninchen, ist er aufgegriffen worden, also sie wurden ausgesetzt. Er hat eine alte Bissverletzung auf der Nase, das macht ihn so markant. Und er sucht eigentlich jetzt ein Zuhause mit zu einer passenden Kaninchendame. Die sollte allerdings nicht zu schüchtern sein. Für Kinder nicht unbedingt geeignet, weil er auch nicht so ein Schmusebock ist, ein Schmusekaninchen ist. Genau, also er ist halt nicht unbedingt so das Kuscheltier, aber er ist sehr lebhaft, braucht viel Bewegung, viel Beschäftigung und er ist ja auch noch jung. Man sieht es anhand der Bilder. Sofern Interesse an Rizzoli, lasst es uns wissen.